Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Diesmal war es gar nicht so leicht, denn es ist so viel passiert und so krasse Sachen, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Für einen hätte gleich zwei diese Woche nehmen müssen, habe das dann aber aufgeteilt. Deswegen gibt es diese Woche den einen und nächste Woche den nächsten. Ich hoffe, da passiert nicht noch was Krasses, sonst habe ich wieder nächste Woche das Problem, aber es bleibt natürlich immer spannend. Jetzt nicht viel schnacken, ne? Rinn in den Nacken, denn jetzt geht's los! Angefangen hat die Woche beim Caddy mit einem 100% Lucky Sepa durchs Tauschen. Sehr schön natürlich für den Lucky Dex. Wenn ihr auch den Lucky Dex machen wollt, jedes Pokémon als Glücks-Pokémon, schreibt's mal in die Kommentare. Und er hat seinen Trassler Community Day in Erfurt gespielt und hat mir dann ein paar Trassler von sich rübergegeben. Deswegen steht hier auch Trassler aus Erfurt, ist ein 100%iges Glückstrassler geworden auf meinem Account. Also danke nochmal an Kenny, dass er sich immer die Mühe macht und gerade nach den Community Days da ein bisschen tradet. Und ja, ab und zu lohnt sich's ja, wie man sieht, 100% Lucky Trassler. Dafür wurde er selber auch noch belohnt, hat dann noch einen Shiny Sneebel bekommen, hat bestimmt auch noch nicht jeder. Dann haben wir wieder ein paar Raids gemacht, Rayquaza ist ja da und Rayquaza haben wir noch richtig geniales Pokémon. Und da gab's gleich einen 98%iges, leider nur mit 14 Angriff, trotzdem 98% aus dem Raid am 6.8. Und boom, am Raid danach, auch am 6.8. in der Nähe von Röhmhild, noch ein 98%iges, hat 2 WP mehr, aber hat natürlich Angriff auf 15, also richtig genial. Neben 200ern noch 2 98er. Mal gucken, vielleicht kann man sich eine 6er Armee mittlerweile hochziehen. Bob the Rob zeigt uns hier ein richtig starkes Schalellos mit 1-0-0, also ein Angriff und der Rest ist nix. Aus Würzburg, Bayern, richtig genial. Und der Gefer, schön von der Couch aus, hat er gleich 2 Rocket Stops vor der Nase gehabt. So kann man es natürlich auch machen. Der Nägelmon, Shiny Nägelmon, hat wieder zugeschlagen mit einem Shiny Wingull, ein Shiny Magnetilo hinterher. Auch bei der Terrorziegel saß als Anhalter in Schleusingen mit einem Shiny Mushas, also die Shinies immer noch richtig genial. DJ Renegade, Fang der Woche mit einem Tropius, der ist wohl gerade im Urlaub oder so, steht aber auch kein Ort dabei, auch am 6.8. Auf jeden Fall Glückwunsch dafür, das Bananenmonster, das Fliegende. Dann der Paiku nochmal, bin mal gespannt, was nach Yokohama kommen, denn immer mehr Bilder vom Giovanni gehen umher, machen die Runde und wir sind gespannt, ob es dann auch legendäre Krypto-Pokémon irgendwann aus den Raids gibt. Das wäre natürlich richtig brutal. Dann habe ich auch ein bisschen getauscht, beziehungsweise einen Tausch gemacht, weil ich eine Interaktion mit Pupsis Account haben wollte. Habe aus Spaß mir einfach Mobile rübergetauscht, noch lange vor dem Geschenke-Event. Und das ist direkt Lucky geworden, also Lucky Mobile ist schon mal da. Jetzt fehlt natürlich noch das Shiny. Dann der Kenny auch mit einem Shiny Enton ohne GPS, also das ist der Trick, wenn ihr kein GPS habt und ein Pokémon anklickt, dann wird es Shiny. Ne, meistens lässt sich es dann gar nicht anklicken, aber egal. Dann der Lift Up Raider am 5.8. hat hier ein Lucky Smetbow getradet mit 100% Lucky Smetbow. Das müsste ja eigentlich schon der Schocker der Woche sein. Oder das ist auch ein Schocker von der Pokémone, ein 0% Merrill. 0 Angriff, 0 Verteidigung, 0 Ausdauer. Shiny Nägelmon wieder mal mit einem Hibiskus, bei dem läuft es also immer richtig gut. Und dann das dritte 98%ige Rayquaza am 7.8., zwei Stück also am 6., einen Tag später, noch ein 98er hinterher wieder auf meinem Account. Dann hat die Annika, wie war das mit Lila, ein Shiny Alola Slimer gebrütet, während des Events jetzt, richtig gute Sache auf jeden Fall. Boah, 5 Geräte im Hotspot, wie man sieht, da war ich noch mit 1000 Handys unterwegs. Und der Lift-Up Raider hat mir sein Shiny Pixie getradet. Jetzt habe ich also auch die Familie voll. Die Pixie-Familie voll. Richtig genial auf jeden Fall. Danke dafür. Er hat dafür ein Palkia genommen. Das hat ihm auch noch gefehlt. Und das fand er cool. Das wollte er haben.
Der Gefa hat ein Shiny Azurill gebrütet, was auch sehr cool aussieht natürlich. Statt Blau eben dieses Pfeffi-Grün. Pfeffi, da muss ich wieder an gestern denken, wenn ich mich noch erinnern könnte. Der Fabian Prowatzki zeigt uns, wie es richtig geht, denn der hat gleich im ersten Ei ein Shiny Mobile gehabt. Das suchen wir immer noch, aber in jeder Sendung sind ja immer Mobile dabei, aber kein Shiny bisher. Dann die Sally Maus, geschlüpft aus dem Ei, das Shiny, ein Shiny Alola Slimer, genauso also wie die Annika. Gestern bei mir geschlüpft, zeigt uns hier der Brain, Togepi, Shiny Togepi, da habe ich auch die Familie voll mittlerweile, müsste ich auch mal entwickeln irgendwann. Auch von gestern beim Mitzenmann ein Shiny Pichu mit Partyhut, also das ist eigentlich richtig selten, das ist viel wert, Sammler verkaufen das für 150 Euro und mehr. Dann beim Brain noch, und das ist mir auch noch zugelaufen, ein 100%iges Taubsi auf Level 33, also richtig gutes Level auch. Dann bei der Dani Sahne, das ist am 5.8. geschlüpft, noch ein Shiny Drassler, denn es war ja so, ihr habt während des Drassler Events wirklich, Drassler Community Days, wirklich nur 10er Eier bekommen. Und aus diesen 10er Eiern sind wirklich nur Drassler geschlüpft und die konnten natürlich auch shiny sein. Meine hat ja der Candy alle irgendwie verschlumbert. Jetzt weiß ich nicht, was da rausgekommen ist und was dabei war, aber das war der Beweis. Also konntet ihr natürlich auch Shinies aus den Eiern bekommen. Und nochmal Dani Sahne von gestern, ein Shiny Cosilla, auch gebrütet natürlich. Extreme. Dieses Sneebel wurde am 8.8. in der Nähe von Coburg, Bayern, Deutschland gefangen. Sicherlich wieder geklickert. Der klickert nämlich eigentlich fast alles, aber jetzt auch ein Shiny Sneebel am Start. Dann haben wir diese Pets-Spender gefunden, wenn ihr das noch kennt. Auch richtig cool, die Starter von der ersten Generation plus Pikachu. Da fehlt auch ein Stück vom Ohr, oder? Das ist auf jeden Fall cool, die hätte ich auch gern, auch wenn ich gar keine Pets esse. Weil ich keine habe, sonst würde ich die natürlich essen. Dann der Pokefreak Red hat mich angeschrieben. Heute zwei Shinies gefangen. Hab ich geschrieben, nice. Und zwar zwei Shiny Sneebel hintereinander an einem Tag. Das ist auch richtig genial. Eins hat er auch gleich entwickelt und als Buddy genommen. Das andere hat er gleich in eine rote Arena gesetzt. Dann ist bei mir ein Fünfer-Ei aufgegangen und einfach total überraschend gab es ein Shiny Sichlor. Einfach so aus dem Fünfer-Ei mit 1527. Richtig genial. Ist auch frei. Ich habe ja schon zwei gehabt. Könnte ich also tauschen. Wer da noch keins hat. Dann habe ich hier, was ist das überhaupt? Ein Pikachu halt einfach. Aus ein luftgefülltes, aufblasbares Pikachu, wie auch immer. Ist doch genial. Jeder möchte das doch gern haben, sich irgendwo ins Zimmer reinstellen, dass der ganze Raum voll ist. So seid ihr nie wieder alleine, wenn ihr euren Pikachu zu Hause aufblast. Dann auch ein richtig geniales Foto, was wir noch gefunden haben. Was meine Kinder denken, wenn sie hören, wir haben Pokémon 1998 gespielt. Man meint natürlich den Gameboy und die Gameboy-Spiele. Die denken, was, auf dem Handy? Gab es damals etwa schon Pokémon Go? Dass ihr da so ein altes Nokia-Handy habt mit Tasten und habt da Pokémon Go drauf gespielt. Auch sehr lustiges Bild. Dann nochmal der Lift-Up-Raider auf dem Heimweg, mal so beim Raid mitgenommen. Ein Alola Raichu in Shiny. Da habe ich auch damals ewig rumgeknurrt. Er macht einfach mal einen Raid und kriegt das einfach so, das richtig Nutella-farbene, aber richtig genial, darf natürlich auch in keiner Sammlung fehlen. Wie sollte es auch sein, immer wenn man Dreier-Raids zu zweit macht, hat er es mir wieder mal gezeigt, 20 Bälle, ihr seht 6 Boss besiegt, 3 Schaden, Kontrolle der Arena plus 2, bester Freund plus 6, Leistung des Teams 3. Und ich habe das immer noch nicht hingekriegt, ich kriege immer nur als Maximum 19, selbst wenn ich einen besten Freund dabei habe und selbst wenn ich den meisten Schaden mache und an der gelben Arena raide, ich habe noch nie 20 bekommen, ich raff's nicht. Dann gab es wieder einen neuen Stop. Stiefel und Rosenthal. Wieder Stolpersteine natürlich. Ob die da sind, wo sie sind, weiß ich nicht. Habe ich noch gar nicht geguckt. Ist ja aber auch egal. Hauptsache die Stadt wächst und mehr Rocket Stops sind dann auch verfügbar dadurch. Dann hat mir der Thomas Samaschke noch was geschickt. Der hat ein 98%iges Shiny bekommen. So eins, was ich vorher hatte aus einem Raid in Normal. Hat er also als Shiny mit Angriff 14 am 4.8. in der Nähe von Gelsenkirchen. Sieht natürlich richtig genial aus und das würde ich auf jeden Fall maxen, auch wenn es keine 15 Angriff hat. Auch der Bullehai mit einem Shiny hinterher 21,37.
der Stefan Landei Rädchen am Morgen hat er mal einen Dreier-Raid gemacht mit einem Onyx und gleich ein 98%iges Shiny Onyx aus dem Raid bekommen. Richtig genial, sieht immer noch sehr dope aus, also Onyx. Die Weiterentwicklung finde ich leider nicht mehr so cool, aber dieses Spahn-Gift-grüne Onyx ist einfach genial. Heute bei der nächtlichen Runde zugeflogen, beim Brain noch ein 100%iges Wablu auf Level 15, gleich einen Stern dran und markiert. Der Nägelmon wieder mal während des Pikachu-Events mit einem Shiny Pikachu mit Hexenhut. Lift-Up Raider hat dann auch endlich einen Shiny Quapsel bekommen. Das sieht ja auch irgendwie genial aus. Ist ein bisschen heller als das normale. Und Quappo eben dann auch in der grünen Version. Finde ich besonders cool. Dann habt ihr ein altes Bild von mir gefunden im Pikachu-Kostüm. Das sieht auf jeden Fall auch genial aus. Wenn ich Wrestler wäre, so würde ich rumlaufen. So würde ich die Leute alle umklatschen. Power Slam, Body Drop, alles mögliche. Powerbomb. Dann hat der Robby mein allererstes 100%iges, zwar kein Shiny, aber ein normales Quapsel gefunden mit 100%. Sieht auch gut aus. Würde ich auch gleich durchentwickeln und würde mir ein fettes Quappo draus machen. Quaxo finde ich irgendwie nicht so cool, aber Quappo finde ich immer noch sehr krass. Gerade aus dem Zweierei bekommen beim... Ja, sagen wir da auch Brain, ne Brian, beim Brian... Brain, die sind immer alle so. Ein 98%iges Togepi gebrütet und sitzt auf Mark Richtung NKD, ein 100% Natu hinterher, Level 14. Und dann hat er noch ein Relaxo erlöst und ein Level 25er, ist ja sowieso Level 25, wenn ihr das erlöst, aber auch ein 98%iges Relaxo hinterher bekommen. Bei ihm läuft es also, 98, 198. Dann der Franz, na geht doch, hat glaube ich in der legendären Raid-Stunde mitgemacht letzte Woche und hat da auch einen Shiny Rayquaza bekommen. Kam vorhin aus dem Fünfer-Ei beim Brian wieder ein Kikugi, was ihr auch aus dem Moos-Modul erhalten könnt. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, das muss ich irgendwann nochmal hochladen, wo ich mit dem Ispo die ganzen Module getestet habe. Dann Bob the Rob, auch ein Shiny Rayquaza mit 21,67, also eigentlich ein relativ gutes. Der Toni aus Thema, Nummer 2, Shiny Sneebel. Der Toni nochmal aus Thema mit einem 100% Raichu. Vorhin hatten wir also das Shiny aus dem Raid, jetzt haben wir hier das 100er aus dem Raid. Das ist natürlich auch cool, fehlt auch in der 100er-Sammlung. Pokémone, nach Wochen auch mal wieder Glück gehabt auf dem kleinen Account, hat ihr ein 100%iges Lucky Quapuzzi gehabt, bekommen, getauscht, wie auch immer. Und das Bild finde ich einfach richtig genial. Die Farben sind so toll und der Hintergrund und das Handy und die Hülle und mit dem Handy, was sie, womit sie das Bild gemacht hat, das sieht schön aus. Das könnte in jeder Zeitung irgendwie als Werbereklame stehen für irgendwas, um dieses Feature einzuführen. Und noch ein Shiny Quapsel hinterher bei der Pokémone. Schon wieder eins geklickert. Shiny Quapsel wäre mir lieber gewesen. Der Kenny, also auch mit einem Sneebel. Der Gefa jetzt auch mit einem Krypto Relaxo, richtig gutes Level, 43 WP, ist bestimmt Level 1. Der Marco, was ich vor meiner Haustüre so finde, noch ein Shiny Anorith. Die waren ja damals im Event und dann sind die sehr selten geworden und ich habe damals ewig rumgesucht, überhaupt ein Shiny zu bekommen. Auf dem Heimweg mal so am Friedhof aufgetaucht und wieder nur der Kleine, beim Großen nur ein normales, nochmal beim Lift-Up Raider ein Shiny Evoli, die sind ja auch sehr begehrt gewesen, um eben alle Entwicklungen als Shiny auch zu bekommen. Der Kenny hat wieder mal ein bisschen rumgetauscht und ein 100% Lucky Yanma bekommen. Angriff, Verteidigung, KP, alles auf 15 und Yanma ja auch Stichwort, denn bei der Safari-Zone in Montreal wird ja angeblich dann Yanma auch als Shiny eingeführt, dass ihr Yanma und Yanmega dann in eure Sammlung aufnehmen könnt. Bob the Rob, Hammerteil mit einem Krypto Glumanda 101 hat er da, immerhin kein 110, das wäre noch genialer gewesen. Würde ich sofort erlösen? Nee, würde ich nicht. Kann man aber mal mitnehmen. 0% Krypto-Pokémon sind bestimmt richtig genial, die würde ich alles sammeln. Dann Pupsi, heute erfolgreich gewesen mit einem Shiny Iso,
ist auch immer sehr selten gewesen. Jetzt bei dem Event gab es das bestimmt öfters aus Eiern. Wenn ihr auch ein Shiny Iso habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und da könnt ihr sowieso das männliche und das weibliche entwickeln. Das hat ja dann Lippenstift oder eben kein. Da sieht man also deutlich den Unterschied. Und es gab ein Abenteuer-Pikachu oder Sommerhut mit Strohhut und Sonnenbrille als Shiny. Das war ja auch ein Ziel, jedes Pikachu als Shiny zu bekommen. Dann der Pierre, dieses Rayquaza wurde am 1.8. gefangen, hat sich ein Shiny Rayquaza getradet, was lucky geworden ist, war bestimmt ein Glückstausch und hat jetzt ein 98%iges, was wir vorhin eben schon hatten, und da hat er sich nicht lumpen lassen und hat das auch gleich hochgezogen, ist jetzt hier bei 3440, wahrscheinlich haben ihm noch ein paar Bonbons gefehlt, das ist aber auf jeden Fall ein richtig geniales Teil, vorhin habe ich noch gesagt, das 98er Shiny würde ich hochziehen, hier sogar in der Lucky Variante, also das würde ich gleich doppelt hochziehen, weil das eben auch noch günstig ist, kann man mal mitnehmen, sehr coole Sache, hat aber trotzdem nicht für den Schocker der Woche gereicht, denn da gab es noch was richtig Geniales. Das werdet ihr aber, glaube ich, nächste Woche dann erst sehen, was mit Rayquaza zu tun hat. Das andere seht ihr nachher, was mit dem Brüten und Ei-Event zu tun hat. Dann bei der Annika nochmal, es wird ja mit einem Shiny Ele-Kit auch hinterher, da fehlt mir auch noch eins. Das ist auch wichtig für die Familie. Kenny mit einem Shiny Rayquaza, der Pushner nach gefühlten 8 Wochen, endlich wieder mal ein Shiny, ein Mushas. Das Baby will zu seiner Mutter, zeigt uns hier der Toni aus Thema. Ein Quiegel und ein Keifel auf der Arena und das unten, das Baby kriecht da entlang. Dann vom Brain. Ah, endlich, da ist es, ein Shiny Jurob. Dulli Squad, Raid am Mittwoch, viele Grüße aus Zwickau, Dulli Squad. Mit einem 100% Shiny Onyx. Vorhin hatten wir das 98er vom Stefan Landei und Dulli. Oh mein Gott, der Schocker der Woche müsste eigentlich sein, sein Sternenstaub, der hat 24 Millionen Sternenstaub, also vergesst mal, scheißt mal auf das Onyx, dann wird's braun, aber trotzdem 24 Millionen Sternenstaub und das verdeckt er einfach mit einem Shiny Onyx 100%. Ja, ja, du Schlingel, so kommst du uns nicht davon. Richtig genial, aber trotzdem. Dann der Pushner noch mit einem Shiny Weilmar, der Deveris mit einem Rayquaza, die Annika nochmal mit einem Rayquaza, der Pascal mit einem Traunfugil. Upsi, heute schon das dritte Shiny aus dem Ei läuft mit einem Shiny Pichu. Leider war das, ich glaube das war das, als das mit dem Blütenschmuck da war, das gab es ja nicht. Als Pichu mit Blütenschmuck, sonst wäre das ein Shiny Pichu mit Blütenschmuck gewesen. Kam dann also nur ein normales Shiny Pichu raus. Dann der Kenny nochmal, ein Wert zu niedrig. Ja, wenn KP noch eins mehr hätte, hätte er dann ein 100% erlöstes Bisasam basteln können. So leider nicht, wäre dann also nur ein 98er. Sneeble Nummer 3, auch beim Toni aus Thema. Auf die Dicken! Nochmal der Dulli Squad. Erst übertreibt das mit seinem Sternenstaub und jetzt schickt er uns hier noch ein schönes Bild von Ramses. Wenn ihr die auch schon mal benutzt habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und die Annika mit einem 100% Rayquaza, die saß da vorne im Auto, vorne rechts. Ich sage mal, vorne rechts ist der beste Platz, da kommen die Sachen an. Sag, oh ja, so Rayquaza, zack, gefangen. Oh ja, 100, ne? Einfach so aus der Hüfte geschüttelt? Ne, irgendwo hergerüttelt, was weiß ich, genau. Das war auch der Tag. Da habe ich gleich zwei Shinies hintereinander bekommen. Double Raid hat sich gelohnt, wie man sieht. Aber leider nur scheiß Werte. 21,43, 21,49. Trotzdem Double Raid und direkt zwei Shinies. Also das muss man auch erstmal machen. Der Hundebutz ist noch aufgestiegen auf Level 32. Pokémone noch ein Shiny Machollo bekommen. Nägelmon wieder mal mit einem Shiny Shinux Lift Up Raider. Und da ist das Ding aus dem Ei gesprungen mit einem Shiny Alola Vulpix. Und ihr seht, das hat wirklich kaum einen Unterschied jetzt wieder zum Normalen. Trotzdem möchte man das ja haben für den Eintrag und zur Vollständigkeit. Und so ist das. So, das ist das 20.13 Raid. Der 20.13 Raid. Wie auch immer. Da traf ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hat er jetzt endlich auch auf seinem großen Account einen Shiny Rayquaza bekommen. Der Mitchell. Ich denke mal, ist der Feldforschungsdurchbruch gewesen mit einem Shiny Latias hinterher. Pokefreak Red
hat mir noch was geschickt für Raid am Mittwoch. Da seht ihr ein Shiny Sneebel mit einem Shiny Tauboss Hut. Das wird auf Dauer bestimmt ein bisschen schwer, sieht aber trotzdem lustig aus. Haben wir also auch mit reingenommen. Spooky Swaggetti, neben dem Pokestop vom Kunstrasen noch ein 100% Warblu. Dann gestern ging auch wieder Einladungen raus fürs Schwimmbad, neue X-Raid-Einladungen. Das heißt, wenn das gestern rausging, ist morgen also X-Raid an der Brücke. Und jetzt sind die Einladungen fürs Schwimmbad schon wieder raus, dass es sich schön abwechselt, jede Woche. Und das letzte Bild jetzt hier in der Kategorie. Es konnte sich nicht zwischen 100 und 0% entscheiden, zeigt uns der Tobi. Ein Sepa mit Angriff 15 und zwei andere Werte einfach auf 0. Also, das sieht auch genial aus. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das waren jetzt die normalen Highlights und jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Pupsi, denn die hat einfach mal ein Shiny Fluffeluff mit 100% gebrütet. Und das ist richtig genial, weil das könnt ihr nicht mit irgendwelchen Maps finden oder euch absprechen oder sonst was. Das könnt ihr wirklich nur aus Eiern bekommen und 100%ige aus Eiern, die sind schon ein bisschen seltener, könnte man denken. Und dann auch noch die Babys, 100% Babys, die sind richtig genial. Und wenn es dann auch noch Shiny Fluffeluff ist, was sowieso selten ist und in Kombination Shiny Fluffeluff als 100er, das fand ich richtig genial. Deswegen habe ich das hier als Schocker der Woche genommen. Obwohl eigentlich ist es ja immer noch Tully Squad mit seinen 24 Millionen Sternenstaub. Das war's aber von dieser Woche. Nächste Woche sehen wir uns also wieder. Ihr seht, das war eine richtig krasse Woche. So viel passiert, so viel. Ich glaube, das ist die längste Folge jetzt seit langem mal wieder. Und wir sehen uns nächste Woche natürlich wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben. Und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.